So, und wir kommen zurück zu Tales of Greg's App. Wir sind mal in das ungekannte, unerforschte Sandgebiet gegangen, haben eine Rainbow-Karte gefunden und sind jetzt bei so krummigen Viechern gekommen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Schon beeindruckend, dass sie sich so stark vermehren konnten. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich die Welt verändert. Was soll das überhaupt sein? Komm schon, die können wir doch fertig machen. Bleib auf der Hut, Pascal. Du. Und vergiss nicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Ach ja, und meine Stiefel kommen von ihren Hintern. Was sind das überhaupt? Sprenghelmit. Wow. Also ganz ehrlich. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Warum kriege ich aber einmal so viel Erfahrung und den anderen nicht? Wir haben es. Was habe ich gesagt? Baby leicht. Ja, ich hätte hier früher schon hingekonnt. Wahrscheinlich. Pascal? Ich habe dir doch gesagt, du solltest auf der Hut bleiben. Eben darum muss ich ja ständig auf dich aufpassen. Ah, hier kommt noch mehr. Die scheinen ja kein Ende zu nehmen. Wir müssen alle auf einmal ausschalten. Na klar. Espel, Hauptmann. Keine Sorge. Das kriegen wir schon hin. Mann, oh shit. You need to study up on the basics. Das war langweilig. Ernsthaft. Was ist das? Puh. Ich glaube, das war's. Gut, dass du sie gesehen hast, Hubert. Tja, irgendwer muss hier die Augen offen halten. Danke, kleiner Bruder. Du warst ja ein echter Retter in der Not. Es wäre wohl zu viel verlangt, dass du daraus etwas lernst. Aber versuch doch mal, vorsichtiger zu sein, ja? Was zum... Hey, da drüben ist was... Was ist das? Verdammt, wir haben uns zu sehr verurteilt, um schon wieder zu kämpfen. Komm, kleiner Bruder, das musst du sehen. Was sagst du zu diesem Wahnsinns-Outfit? Du meine Güte, das muss ich sofort anprobieren. Tada, und wie findest du's, kleiner Bruder? Unsere Unterhaltung war noch nicht zu Ende. Wisst ihr was? Die zwei würden eigentlich prima zueinander passen. Würden? Psst. Hä? Zurückgelassene Fracht. Ha, schon wieder eine Anfrage. Cool. Pascal Freigeist. Oh, hier ist noch ein neues Gebiet. Ja, ich will das natürlich erforschen. Gehört alles zum Spiel dazu. Man könnte hier was Interessantes entdecken, ne? Lass mich rein. Der mechanische Schlüssel sich hineinpassen. Ausprobieren? Ja. Keine Schlüssel. Ach, das ist der Schlüssel, den wir von Frota bekommen haben. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Da bin ich jetzt echt gespannt. Dich nehmen wir mal direkt mit. Weil wir können mal eigentlich auch. Oder haben wir die Fische schon mal irgendwo anders? Ich kann mich über nicht an die Fische erinnern.
Auf jeden Fall denke ich. Ja, hier können wir uns mal ein bisschen austoben. Würde ich mal behaupten. Vor allem mal gucken, was hier so Schönes gibt. Keine Reaktion. Schade. Naja, viel später. Hallo. Hallo. Können wir einmal hier ein bisschen kämpfen. Ich stelle gleich auch mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad wieder höher. Weil irgendwie habe ich gerade hier können wir gleich mal ein bisschen mit auf schwer stellen. Weil gemäß ist hier eigentlich kein großes Problem. Ja, ich würde sagen, können wir gleich hochstellen. Weil frage ich mich, was uns hier erwartet. Ja, ich stelle eine Stufe höher. Weil ich sehe hier kein wirkliches Problem drin. Ja, mal gucken, wie es hier mit schwer läuft. Ah, sowas kennen wir doch. Okay. Was würde er denn machen? Ja. Dahin, du. Den hier können wir da oben. Wie gesagt, einfach mal alles untersuchen. Yay, wir kommen da durch. Ah, ist auch nicht wirklich schwer gerade hier, das Rätsel. Die Truhe ist noch da. Kristallmuschel. Man könnte vielleicht hier noch ausprobieren, ob man noch irgendwie ein paar Truhen bekommen. Ja, ist egal, ich will sowas ausprobieren. Weil das muss man schon ausprobieren. Ah. Dann kann man den dahin bewegen, dann können wir da eigentlich auch nochmal eine Truhe rausbekommen. Oder ein Monster. Aber jetzt hat er auch ein bisschen mehr. Okay, was ist eigentlich schwach? Also, das macht wieder. Heilige Scherbe bekommen. Cool. Naja. Man kann es ja nicht wissen, was da rauskommt, ne? Oh, hier können wir durch die Türen durch. Mal gespannt, was hier hinter ist. Ah ja. Ich nehme auch mal direkt mit. Critical Blade! You messed with the wrong guy! Burn!
Vor allem jetzt... Boah, jetzt werden die Viecher aber richtig gemein. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber das... Wo kommt der jetzt auf einmal her? Ah, das gibt verdammt gute Erfahrungspunkte, denke ich mal. Achtzehntausend nur. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Oh, hallo. Was denn das? Krass, ey, wie viel die aushalten jetzt auf einmal. Nur weil man einen Schwierigkeitsstufe höher stellt. Ich wäre erstaunlich, ey. Komm echt schnell auf das Vieh drauf. Ich glaube, danach tue ich mal Pascal wieder mit rein. Ja, doch, danach kann Pascal mal rein. Kann Malik eine Pause nehmen. Okay. Ihr kommt Pascal mal wieder rein. Weil ich die eigentlich zurzeit ehrlich gesagt ungern austausche, weil die heilen können. Ich bin halt total für heilen. Vor allem bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Eigentlich wissen wir ja, wie das geht. Aha. Das war gemein. Komm, mach einfach mal kaputt. Let's keep moving. Ja. Warum krieg ich jetzt auf einmal mehr? Ich verstehe jetzt mit der Erfahrungspunkte-System gerade überhaupt nicht. Warum man jetzt auf einmal mehr bekommt, warum man einmal weniger bekommt. Ich muss einfach, dass eine Truhe bei ist. Nein, natürlich nicht. I'm trembling. Okay, Infernal Torrent. Mann, oh, ich hätte gerne eine Truhe gehabt. Hm. Irgendwie wird das schon richtig berechnet, ich habe aber bloß keine Ahnung, wodurch. Verstehe, wer will. Eine Truhe. Cool. Das Fisch ist aber nicht nett. We will survive. Okay, Infernal Torrent. Ey, er hat einen Schaden gemacht. Pigtails? Your hair, those. These? The captain said they'd let me fly through the air. Ja, das kennen wir schon. Wir kennen die ganzen Plaudereien ja schon. Ah, eine Truhe, danke.
Na toll. So. Das, was keinen Sinn macht. Weil mir gerade auch einfällt, man kann das hier dann ja auch bewegen. Hui! Das ist lustig. Das macht Spaß. Ja, was das alles bringt, bin ich aber mal sehr gespannt. Was gibt's denn hier? Eine Truhe vielleicht. Wow, 6.900 Gold. Naja, das hat gar nichts. Vor allem bin ich mal gespannt, was hier alles ergeben wird. Ja, leider nehme nicht, du Scheißvieh. Truhe, Truhe. Wie keine Truhe. Der ganze Weg umsonst. Nein. Egal. Ach, hier könnte ich mal am Arsch lecken, ihr Scheißviecher. Ihr seid keine Gefahr. Und wahrscheinlich war es gerade ein Fehler, was ich gemacht habe, wa? Nein, es war kein Fehler, es war gut. Alles Teiler. Okay, damit könnte man vielleicht auf böse versuchen, den letzten Boss, und ihn damit zu schwächen. Ach du Scheiße. Ach du leidige Kacke. Okay. So haben wir hier den Weg zu Bahnen. Also einer da muss nach da unten führen. Ach, fick dich, Monster, ernsthaft. Du bist am Arsch. Ich mit dir fertig bin. Ha, ausgetrickst. Nee, da hatte ich einfach nur 5.700 von denen. Von daher, ich verstehe das Erfahrungssystem gerade nicht wirklich. Egal. Ich sag dazu nichts. Ach, egal. Kann man halt nichts machen, ne? Gucken wir mal, wo will er was bringen, hinzuführen. Da, nope. Da auch ehrlich gesagt nicht. Oh ja, ist das schwer. Wie mache ich das am besten? Nein, das ist nicht ernst gemeint. Ich gehe einfach gucken, was da ist. Nein, tue ich nicht. Haha.
nun bei euch ist. Dann muss ich das einmal so machen. Ich würde sagen, was uns hier noch erwartet, das werden wir alles im nächsten Part bei Tales of Graceth. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.